komm her. Was geht ab? Ich habe was gefunden beim Aufräumen. Hm? Oh, geil. Oder? Ja, hier, guck mal. Fett. Gute Dinger. Weißt du, wer das noch nicht hat? Nee, ja. Unsere Zuschauer. Ja, stimmt. Bestimmt. Aber in Zusammenarbeit mit dem Brumer Verlag können wir das jetzt ändern. Erzähl mal. Der Brumer Verlag hat uns 2 Ausgaben auf Deutsch vom ABC des Kapitalismus von Vivek Chibber zur Verfügung gestellt für eine Verlosung. Nice. Na? Sehr, sehr zuvorkommend vom Brumer Verlag. Sehr gut. Müssen den Namen noch ein paar Mal sagen? Brumer Verlag. Brumer Verlag. Genau. Brumer Verlag. Brumer Verlag. Was ich vorschlagen würde, ist, wir machen so einen Social Hattrick. Die Leute, die das haben wollen, sollen diesen Post auf Twitter liken, uns followen und den Post retweeten. Also liken, follow, retweeten. Genau, warte, wo ist meine Hand? Da. Ja, drei. So. Drei. Und aus der Liste der Leute, die das gemacht haben, werden wir dann 2 Leute aussuchen. Die werden wir dann anschreiben und die werden wir dann dem Brumer Verlag Bescheid geben. Die kriegen das dann postwendend zugeschickt. Naja, also wir verlosen dann halt 2 Leute aus diesem genau. Set. Wir haben so eine riesen Tombola dann auch irgendwie oder so. Oder so. Ja, sowas. Eine digitale Tombola. So. Genau. Okay. Und genau. Dann werdet ihr tatsächlich Privateigentümer dieser tollen Bänder von Vivek Chibber. Die ersten 3 Folgen bei uns haben sich ja genau damit beschäftigt. Könnt ihr dann selber durchlesen, müsst ihr nicht die ganze Zeit unser Gequatsch euch anhören, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Also auf jeden Fall nochmal liken, retweeten und uns followen. Und jeder, der das macht, gilt als Verlosungsteilnehmer. In. Das war's? Teilnehmerin, richtig. Entschuldige bitte. Genau. Ja, ich habe auch gehört, das ist dann diese Art von Privateigentum, dass die Kommunisten einem dann nicht wegnehmen. Die Zahnbürsten müssen wir dann abgeben, aber das ABC des Kapitalismus dürfen wir behalten. Da müssen wir nochmal drüber reden, aber ja, ich sag jetzt mal ja. Okay, dann hau rein, wir sehen uns. Bis dann.